jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Bei Kommunalpolitik wird ja oft von der untersten Ebene in der Politik gesprochen. Zutreffender wäre es aber, sie als die erste Ebene zu bezeichnen. Denn sie betrifft das alltägliche Leben hierzulande am unmittelbarsten. Und auf dieser Ebene bahnt sich ein politisches Drama an, das erstaunlich wenig Beachtung findet, verglichen mit der Aufmerksamkeit, die der Bundespolitik ständig zukommt. Immerhin wurden heute ehrenamtliche Bürgermeister und Bürgermeisterinnen aus rund 80 Gemeinden vom Bundespräsidenten empfangen. Anlass ist eine aktuelle Studie der Körber-Stiftung mit alarmierenden Erkenntnissen. 40% der Ehrenamtlichen haben Anfeindungen und Übergriffe erlebt. Mehr als 70% befürchten, dass sich künftig in ihrer Gemeinde keine Nachfolge finden wird. Dazu gleich noch ein Gespräch. Zunächst berichtet Christel Haas aus einer Gemeinde in Rheinland-Pfalz. Volker Hadert hat einen vollen Terminkalender und das zusätzlich zu seinem Beruf als technischer Angestellter. Er ist ehrenamtlicher Bürgermeister von Lustadt in der Pfalz. Gerade geht es um wichtige Erneuerungen im Ort. Ja, dann gucken wir mal, ob wir uns das leisten können oder nicht. Die Frage, reicht das Geld, ist immer im Gepäck. Nächster Termin, die neue Kita-Mensa, noch im Rohbau. Ein Landesgesetz schreibt die Erweiterung vor. Kostenpunkt 5 Millionen Euro. Wir bekamen zwar einen Zuschuss von 640.000 Euro für die Gesamtmaßnahme, also unterm Strich sagen wir mal 4,25 Millionen, die an uns hängen bleiben. Eigentlich ist es für uns rein betriebswirtschaftlich gesehen, offiziell wären wir dann bankrott. Die Sanierung von Brücken und Straßen im Ort muss dann eben warten. Das ist frustrierend. Und dann ist da ja noch die Bürokratie, die vieles verzögert. Man will was errichten oder man hat ein Projekt, man möchte das umsetzen. Und dann stellen sie sehr schnell fest, dass die Bürokratie hinein sagt, nein, das geht nicht, wir müssen das ausschreiben. Wir müssen bestimmte Formalien erfüllen. Sie brauchen noch das Zugeständnis von einer anderen Behörde. Und das ist ein riesiger Rattenschwanz manchmal, wo keiner mehr Verständnis dafür hat. Den alten Rattenschwanz abschneiden, das wünschen sich viele Bürgermeister. Und der Gemeinde- und Städtebund fordert noch weitere Entlastungen. Letztlich müssen natürlich Gesetze angepackt werden, Standards gesenkt werden, wenn Kindergärten ausgebaut werden. Wir können nicht mehr alle Wünsche in den Kommunen erfüllen, die von der Gesellschaft oder von der Politik gefordert werden. Ob in Lustadt oder anderswo, die Stimmung in den deutschen Rathäusern ist nicht gerade fröhlich. Laut einer repräsentativen Umfrage sind 50% mit den Rahmenbedingungen unzufrieden. Die finanzielle Situation bewerten 63% als schlecht. 88% beklagen sich über mangelnde Unterstützung durch Land und Bund. 71% beklagen ein Nachwuchsproblem. Und Beleidigungen und Anfeindungen hat fast jeder Zweite schon erlebt. Genau das macht auch den Bundespräsidenten Sorge. Demokratie beginne vor Ort, sagte er bei einem Treffen mit ehrenamtlichen Bürgermeistern. Aber Demokratie werde auch vor Ort bedroht. Wenn Bürgermeister oder Gemeinderäte bestimmte Reizthemen nicht mehr ansprechen, ihre Social-Media-Accounts löschen oder sogar ihr Amt oder Mandat niederlegen, um sich und ihre Familie vor Anfeindungen zu schützen, dann dürfen Demokratinnen und Demokraten das nicht einfach achselzuckend hinnehmen. Auch Volker Hadert wurde schon bedroht. Es ging um einen Nachbarschaftsstreit. Der Eigentümer hat dann gleich zu mir gesagt, wenn ich da nicht verschwinde, er hat genug Benzin, er weiß, wo ich wohne. Und dennoch, er will weitermachen. Er könne seinen Ort nicht im Stich lassen, sagt er. Das wollen wir noch vertiefen mit Christian Erhard Maciewski. Er ist Chefredakteur von Kommunal. Das ist ein Fachmagazin für Bürgermeister und andere Menschen, die in der kommunalen Verwaltung oder in der Kommunalpolitik arbeiten. Guten Abend. Schönen guten Abend, grüße Sie. Wir haben es eben auch im Beitrag gehört, diese Bedrohung, ich weiß, wo du wohnst und so etwas, davon sind ganz viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen betroffen. Hat das zugenommen über die Jahre?
Das ist vor allem leider Alltag geworden. Wir haben vor knapp 10 Jahren das erste Mal Analysen und Umfragen zu diesem Thema gemacht. Da fand das fast immer anonym, hauptsächlich über die sozialen Medien statt. Dann haben wir 2017, 2018 festgestellt, dass die Menschen auch tatsächlich in das Bürgermeisteramt auf Veranstaltungen mit ihrem Namen sehr deutlich das tatsächlich auch artikulieren, auch mal völlig ausrasten, wenn es um eine Kleinigkeit wie einen Abwasserbescheid oder Ähnliches geht. Und in den letzten 3, 4 Jahren erleben wir eine deutliche Zunahme der körperlichen Gewalt. Inzwischen ist in Deutschland jeder 11. Bürgermeister laut unserer Analyse Opfer von Gewalt geworden, von körperlicher Gewalt geworden. Das beginnt dann beim Gegenschienbeintreten bis hin zum Mordanschlag, wo dann Reifen oder Ähnliches manipuliert werden, um entsprechend jemanden beim Fahren umzubringen. Ist das dann auch für viele ausschlaggebend zu sagen, ich mache das nicht mehr, das tue ich mir nicht mehr an und meiner Familie? Es macht natürlich etwas mit einem, wenn ihnen gesagt wird, ich weiß, wo dein Sohn zur Schule geht oder Ähnliches. Da überlegen sie sich, machen sie das gerade als Ehrenamtlicher, der für so etwas wahnsinnig viel Zeit aufbringt und dann am Ende dafür eine Aufwandsentschädigung von häufig 200, 300 Euro im Monat bekommt. Dann überlege ich mir das natürlich, ob ich mir das noch antun will oder ob ich nicht meine Familie schützen will. Aber es ist nicht der einzige Punkt. Es sind schon noch, das ist ja im Beitrag auch angeklungen, auch noch ein paar andere Punkte, die einfach für Frustration in Kommunen sorgen, wo Bürgermeister sagen, es ist, ich kann eigentlich nicht mehr so gestalten, wie ich das möchte. Eine dieser Frustrationen, die Sie ansprechen, ist das Gefühl, nicht genug finanziell gestalten zu können. Oder dass eben ja, das Bundesland erlässt ein Gesetz, zum Beispiel Kitas brauchen künftig eine Mensa. Und dann muss die Kommune es umsetzen, hat aber nicht genügend Geld dafür. Widerspricht das nicht eigentlich auch dem föderalen Prinzip, dass derjenige, der entscheidet, auch bezahlt? Das ist so und das passiert einfach unterm Strich nicht, weil das Geld nicht 1:1 weitergegeben wird. Wir haben mehrere tausend Kommunen in Deutschland, die, wenn sie ihre sogenannten Pflichtaufgaben von Bund und Ländern übergestülpt denn erfüllen, dann haben sie schon weniger Geld oder kein Geld mehr im Haushalt übrig oder schon mehr ausgegeben, als eigentlich im Haushalt drin wäre. Und damit ist für sogenannte freiwillige Aufgaben kein einziger Cent mehr vorhanden und sie können eigentlich an der Stelle dann nicht mehr gestalten. Das ist ein Riesenproblem. Man versucht das mit Fördergeldern dann irgendwo so ein bisschen zu kompensieren. Nur es gibt leider auch viele Kommunen, die sind zu arm für Fördergelder, wie ich das immer nenne, weil sie diese Eigenanteile, die sie dann bezahlen müssen, auch schon nicht mehr aufbringen können. Mhm. Außerdem ist das Ganze mit Familie, da wir eben ja auch über Familien sprachen, schlecht zu vereinen. Also das sind ja erstaunlich viele Bürgermeister sagen, sie arbeiten mehr als 20 Stunden oder sogar mehr als 30 Stunden und das aber neben einem anderen Vollzeitjob. Und das quasi umsonst, mehr oder weniger. Das ist in der Tat so und ich glaube, das kann man gar nicht häufig genug herausstreichen und das ist auch etwas, was Bürgermeister ganz stark frustriert, dass sie häufig gleichgesetzt werden mit dem Berufspolitiker, der die hohen Diäten angeblich bekommt. Das sind sie eben nicht. Das sind Menschen vor Ort, die neben ihrem Beruf ganz viel leisten, 20, 30 Stunden zusätzlich die Woche und es wird einfach unterm Strich viel zu wenig gewürdigt und wenn dann dazu kommt, dass ich nicht gestalten kann, ja dann überlege ich mir, ob denn das wirklich noch Sinn macht. Was passiert denn, wenn eine Gemeinde dann keinen findet, der es machen will? Denn in dieser Studie von der Körperstiftung war ja auch die Zahl drin, 70 oder 71% der befragten Ehrenamtlichen sagen, sie machen sich große Sorgen, ob in Zukunft in ihrer Gemeinde überhaupt noch ein geeigneter Nachfolger oder Nachfolgerin zur Verfügung steht. Was passiert dann, wenn da keiner ist und keiner gewählt wird? Also wenn erstmal keiner da ist, dann würde theoretisch so eine Gemeinde im Zweifelsfalle fusioniert, was dazu führt, dass die Nähe zur Gemeinde die Bürger natürlich noch weniger wird. Die Befürchtung, die ich aber auch habe, und das haben wir in Einzelfällen auch schon erlebt, wir fürchten, dass etwa 500, 600 Bürgermeisterposten in einigen Jahren unbesetzt sein werden. Wenn sich niemand mehr aus der Mitte einer Gemeinde herausfindet, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann werden sich Menschen aus den Rändern dieser Republik finden, die es dann übernehmen. Und das ist, gelinde gesagt, demokratiegefährdend. Also Sie meinen, dass dann Extremisten in diese Lücken springen und das ausnutzen? Ganz genau so ist das, ja. Mhm. Herr Erhard Masiewski, danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen, schönen Abend. Eines der Themen, die zur Unzufriedenheit im Land erheblich beitragen und für die es keine einfachen Lösungen gibt, ist der Wohnungsbau. In Berlin traf sich heute die Wohnungswirtschaft mit der Bauministerin und dem Bundeswirtschaftsminister. Dass die Branche in einer schweren Krise steckt, ist allen klar. Weniger Einigkeit herrscht darüber, was dagegen hilft und wie der Staat reagieren sollte. Wie schwierig Bauen in der Praxis längst ist, zeigt Stefanie Hein an einem Beispiel aus Berlin. Es klingt idyllisch auf dem alten Truppenübungsplatz der Amerikaner in Berlin, aber bald soll hier ein ganzes Wohnquartier entstehen, das Gerümpel vielen Neubauten weichen.
Es entstehen 2.500 Wohnungen inklusive eine Schule, ein Sportplatz, eine Turnhalle, 3 Kitas, eine Jugendfreizeiteinrichtung. Bis zu den Hochhäusern reicht das Grundstück, etwas mehr als ein Drittel soll bebaut werden. Vor 12 Jahren hat der Investor die Fläche erworben. Der Bebauungsplan wurde jetzt im März endlich beschlossen. 9 Jahre allein hat das Verfahren mit den Ämtern gedauert. Man braucht die ganze Zeit für verschiedene Gutachten. Man muss zum Beispiel für ein Umweltgutachten ein ganzes Jahr eine Vegetationsperiode sich angucken, Lärmschutzgutachten, Klimagutachten und natürlich das längste war am Anfang direkt der Städtebau. 3 Wochen zu spät kam die Genehmigung, um vor der Brutperiode der Vögel Bäume zu fällen. Jetzt ist Ruhe, bis Oktober nur die Eidechsen werden wie seit 4 Jahren weiter mit Hilfe solcher Begrenzungen eingesammelt, bis die Bagger kommen. Der zuständige Baustadtrat verweist darauf, dass hier ja quasi eine Kleinstadt geplant wird. Auch etwa Feuerwehr, Wasserbetriebe, Bürgerinnen und Bürger müssen mitreden. Das Projekt als Ganzes im Auge zu behalten, schwierig. Weil wir hier alle in Arbeit ersticken. Ganz einfach, die Anzahl der Bebauungspläne hat gar nicht zugenommen, sondern es sind die Prozesse, die zugenommen haben. Es müssen immer mehr Dinge getan werden für einen Bebauungsplan. Der lahmende Wohnungsbau, die gestiegenen Baukosten, die Nöte von Unternehmen und Mietern, Themen beim Wohnungsbautag. Die Baubranche fordert mehr Subventionen und dass gesetzliche Vorschriften nicht in laufenden Projekten geändert werden. Auch die geplante Verlängerung der Mietpreisbremse sei Gift. Angebot wird geschaffen von Menschen, die bereit sind zu investieren. Und Investoren, die staatlich gegängelt sind und an die Kette gelegt werden, haben kein Interesse zu investieren. Und deswegen haben wir Wohnraummangel. Der Bundeswirtschaftsminister und die Bundesbauministerin stellen sich. Clara Geiwitz verteidigt die Mietpreisbremse, verspricht aber abgespeckte Baustandards und schnellere Prozesse. Und deswegen war unser Fokus Digitalisierung der Bauämter ganz wichtig, damit das digital eingereicht werden kann. Aber damit auch alle, die beteiligt werden müssen, gleichzeitig an der digitalen Akte dann arbeiten. Die gestaltete Fläche für die abgesammelten Eidechsen ist schon fertig, neben der geplanten Baustelle. 100 Quadratmeter pro Tier sind gefordert, zu zahlen als Baunebenkosten für jede Wohnung. Mit einem anderen Thema, bei dem es dringend Handlungsbedarf gibt, aber auch viel Streit, geht es jetzt bei dir weiter, Heinz. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat seine Planung für eine Krankenhausreform erneut verteidigt. Und er sieht das Konzept auf der Zielgeraden. Ein Kernstück der Reform ist eine stärkere medizinische Spezialisierung. Lauterbach sprach heute zum Auftakt einer Runde von Beratungen mit den kommunalen Spitzenverbänden. Bei einer anschließenden Pressekonferenz kündigte Lauterbach zunächst für den Herbst ein neues Instrument für die Krankenhausplanung an, mit einer transparenten Übersicht zu den Leistungsangeboten. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft Morell befürchtet, bis überhaupt die Reform umgesetzt werde, ein kalter Strukturwandel einsetze, Krankenhäuser einfach in die Insolvenz gehen, wie er dem Heute Journal Update sagte. Das ganze Interview dann in der Sendung um 0.30 Uhr. Es gibt in einem weiteren Tarifstreit eine Einigung, und zwar zwischen der Lufthansa und der Gewerkschaft für das Kabinenpersonal. Die rund 19.000 Flugbegleiter der Airline erhalten in 3 Stufen insgesamt 16,5% mehr Gehalt. Laufzeit 36 Monate bis Ende 2026. Hinzu kommen eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro und die Erhöhung diverser Zulagen. Der Bundestag hat über das sogenannte Startchancenprogramm zur Bildungsgerechtigkeit debattiert, das im Sommer kommen soll. Darin ist vorgesehen, über einen Zeitraum von 10 Jahren rund 4.000 Schulen in benachteiligten Lagen zu unterstützen. Bund und Länder stellen dafür jeweils 10 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Regierungsparteien sprachen vom größten Bildungsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik. Aus der Opposition gab es Kritik, unter anderem, das Programm komme zu spät und sei zu klein. Außenministerin Baerbock hat angesichts des von Iran angedrohten Angriffs gegen Israel zur Deeskalation aufgerufen und auch mit ihrem iranischen Amtskollegen telefoniert. Niemand könne Interesse an einem Flächenbrand mit unvorhersehbaren Folgen haben, so Baerbock. Die Führung in Teheran wirft Israel vor, das iranische Botschaftsgelände in Syrien angegriffen zu haben und kündigte Vergeltung an.
Ende vergangenen Jahres endete nach über 10 Jahren der Einsatz der Bundeswehr in Mali. Heute nun würdigten Vertreter von Staat und Bundesregierung in Berlin die Beteiligten des Einsatzes mit einem zentralen Abschlussappell. Verteidigungsminister Pistorius sagte, man müsse sich eingestehen, dass man nicht das erreicht habe, was man sich vorgenommen hatte. Wegen der veränderten Sicherheitslage in Mali wurde die Mission vorzeitig beendet. Die Ukraine hat letzte Nacht wieder unter einer schweren russischen Angriffswelle gelitten. Dabei scheinen die Russen ihre frühere Strategie wieder aufzulegen, vor allem die Energieversorgung des Landes zu zerstören. Unter anderem wurde bei Kiew eines der größten Kraftwerke der Region zerbombt. Christina Kajatz berichtet. Als die Sonne an diesem Morgen über Kiew aufgeht, liegt wieder eine Kriegsnacht hinter den Menschen. Eine Nacht voller Unruhe und Angst, die sie in den Schächten der U-Bahn verbracht haben. Sie ertragen es scheinbar gelassen. Es ist ihr Alltag geworden. Mit Langstreckenwaffen und Drohnen greift Russland die Infrastruktur der Ukraine an. Unweit der Hauptstadt geht auch das Kraftwerk Tripilsk in Flammen auf und wird völlig zerstört. In vielen Regionen fällt der Strom aus. Auch Kharkiv, die zweitgrößte Stadt des Landes, nahe der russischen Grenze, wird getroffen. In der gesamten Region sind 200.000 Menschen ohne Strom. Es ist anstrengend, ohne Strom zu sein und auf diese dauernden Bombenangriffe zu warten. Das wirkt sich auf den emotionalen Zustand aus. Es ist schwierig. Aber der Kampfgeist von den Menschen hier kann nicht gebrochen werden. Der Präsident ist an diesem Tag in Litauen, bittet einmal mehr um Unterstützung, um Angriffe wie die der vergangenen Nacht abwehren zu können. Am dringendsten brauchen wir für die Ukraine und nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa Luftverteidigung. Selenskyj spricht auch von einer NATO-Mitgliedschaft und der Hoffnung auf einen EU-Beitritt. Er weiß, ohne Hilfe ist die Lage zunehmend aussichtslos. Und die Kritik bei denen, deren Angehörige seit Kriegsbeginn gegen die russischen Truppen kämpfen, wächst. Unsere Männer und Frauen an der Front sind sehr müde. Sie kämpfen seit 2 Jahren und niemand hat vor, sie zu ersetzen. Damit es eine Rotation gibt, müsste man den Neuen sagen, wie lange sie an der Front bleiben sollen. Sonst wird niemand freiwillig in die Armee eintreten. Im Parlament wird heute ein Gesetz zur verstärkten Mobilmachung verabschiedet. Es soll mehr Männer im wehrfähigen Alter an die Front bringen. Ob dies aber gelingt, erscheint vielen zweifelhaft. Dann schalten wir noch nach Kiew zu unserem Reporter Henna Hebestreit. Henna, was hat es mit diesem neuen Mobilisierungsgesetz in der Ukraine auf sich? Naja, ich meine, der Ukraine fehlt nicht nur die Munition, der fehlt auch das Personal, das die Waffen bedient. Dem Land fehlt die Soldaten für die Schützengräben. Es mangelt an allem. Die Leute, die sich vor 2 Jahren freiwillig verpflichtet haben, die würden jetzt liebend gerne der Front den Rücken kehren. Es wurde zwar ständig weiter mobilisiert, aber jetzt soll das Ganze ordentlich bürokratisiert werden. Das heißt, es soll nachvollziehbar werden, wer einberufen wird und auch wie lange. Das ist der Kasus Knaxus. Die Dauer der Einberufung wurde heute nicht beschlossen. Das hat hier für große Enttäuschung gesorgt. Und es gab hier so eine Grundstimmung. Da waren viele Ehefrauen der Meinung, dass ihre Männer jetzt langsam mal nach Hause kommen müssen, die seit 2 Jahren kämpfen. Das Ganze, der ganze Anteil mit dieser Verlängerung wurde nicht befasst. Das wird frühestens im Dezember passieren. Und so ist die Enttäuschung über das Gesetz an sich, was diesen Teil des Gesetzes angeht, sehr groß. Dankeschön, Henna nach Kiew. Über die Lage in der Ukraine und ob der Westen sie im Stich lässt, spricht nachher Maybrit Illner mit ihren Gästen, zu denen unter anderem der Bürgermeister von Kiew gehört, Vitali Klitschko. Beim Gespräch vorhin über ehrenamtliche Bürgermeister wurde ja auch die Sorge geäußert, dass Extremisten in diese Lücken springen. Das führt uns zum nächsten Thema. Wie hindert man Extremisten und Demokratiefeinde daran, demokratische Institutionen für ihre Zwecke auszunutzen? Die Meinungen dazu gehen teils ja weit auseinander. Etwa bei der Frage, ob man mit Extremisten Podiumsdiskussionen oder TV-Duelle führen sollte. Die einen sagen, mit Nazis redet man nicht. Damit normalisiere man Extremismus und eine sachliche Auseinandersetzung komme eh nicht zustande. Die anderen sagen, ausschließen hilft nicht. Man muss Extremisten inhaltlich stellen.
Diesem Argument hat sich der Spitzenkandidat der Thüringer CDU, Mario Vogt, auf ein TV-Duell mit dem rechtsextremen Spitzenkandidaten der AfD, Björn Höcke, eingelassen, was schon im Vorfeld für Debatten und große Aufmerksamkeit sorgte. Wie diese Sendung heute Abend lief, das haben Melanie Haag und Daniela Sonntag beobachtet. Im Thüringer Landtag sitzen sie nur 3 Plätze auseinander. Doch zum groß angekündigten Duell fuhren sie extra 300 Kilometer nach Berlin. Primetime bei Welt-TV für 2 Landespolitiker, die in Thüringen an die Macht wollen. Erstes Thema, die EU. Was Sie wollen mit Ihrem Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Deutsche Produkte werden teuer im Ausland, dadurch werden sie nicht mehr abgenommen. Und das führt dazu, dass wir Mittelständler, kleine Unternehmen und dann die Handwerker, die unterstützen, alle hängen lassen. Das ist ihre Politik. Und Kollege das führt zu Wirtschaftsvernichtung in diesem Land. Die EU ist der Hauptproduzent von Bürokratie. Die Lieferkettenrichtlinie ist im Bundestag von Ihrer Fraktion durchgewunken worden, sogar noch in verschärfter Form. Verbale Attacken im Dauermodus. Für Björn Höcke, Chef der erwiesen rechtsextremen AfD Thüringen, eine Chance, sein Weltbild auf Augenhöhe mit der demokratischen Konkurrenz zu präsentieren. Mario Vogt wollte es entlarven, Höcke inhaltlich stellen. Hat er das geschafft? In weiten Teilen hat er Unterschiede markieren können und nicht nur Unterschiede, sondern auch die leeren Versprechen des Populismus schon auch herausarbeiten können. Und er war meines Erachtens auch durchaus rhetorisch für Herrn Höcke ein echter Gegner. Ich denke, Höcke hat gar nicht so viel falsch gemacht, sondern man hat einfach die Grenzen des Populismus gesehen. Vogt hatte sich über Wochen vorbereitet, denn es ging ihm nicht nur um die Inhalte, sondern darum, als Wahlkämpfer einen großen Aufschlag zu machen. Man muss die Auseinandersetzung suchen und jemand, der ein Land führen will, und wir als CDU wollen stärkste Kraft werden und ich Ministerpräsident, der muss sich auch mit denen auseinandersetzen, die unangenehm sind. Muss man Höcke also diese Bühne geben? Noch dazu am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald? Stiftungsleiter Jens Christian Wagner nennt es geschichtsvergessen. Im Grunde hat Herr Höcke jetzt schon gewonnen, allein dadurch, dass der Anschein erweckt wird, seine rechtsextremen, menschenfeindlichen Einstellungen seien eine Meinung, über die man diskutieren könnte. Und das halte ich für grundfalsch. Im Duell wurde auch die Erinnerungskultur zum Thema gemacht und über die Gedenkstätte diskutiert. Ich würde gerne, auch mit meinen Kollegen aus der Landtagsfraktion, diesen Gedenktag auch im ehemaligen KZ Buchenwald begehen. Nur, wir haben seit Jahren Hausverbot. Fachkräfte, die Thüringen händeringend braucht, brauchen auch ein gutes Klima. Da konnte Vogt Punkte machen. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Jetzt beginnt der Kampf um die Deutungshoheit auf allen Kanälen. Und was dieser Schlagabtausch für den Thüringer Wahlkampf bedeutet. Und jetzt geht's bei dir weiter, Heinz, mit Wirtschaft. Die Europäische Zentralbank hat heute beschlossen, ihre Leitzinsen unverändert zu lassen bei 4,5%. Jedenfalls noch. Wie sieht der Ausblick für die nächsten Monate aus, Stephanie Barrett? Was gab es dazu von der EZB? Ja, die Europäische Zentralbank hat heute immerhin die Tür weit aufgemacht für eine baldige Zinssenkung. Gute Argumente liefert ihr dabei die rückläufige Inflation. Die Preise steigen deutlich langsamer im europäischen Währungsraum. Von fast 7% vor einem Jahr ist die Teuerung zuletzt auf 2,4% zurückgegangen und nähert sich damit dem 2%-Ziel der EZB, an dem sie die Zinsen wieder lockern kann. Zudem schwächelt die europäische Wirtschaft, vor allem die deutsche Konjunktur lahmt. Da könnten Unternehmen günstigere Kreditzinsen durchaus gut gebrauchen, um Investitionen anzukurbeln. Und warum zögert die EZB noch? Ja, sie will auch wirklich gezähmt ist, denn was wir derzeit sehen, sind deutlich steigende Preise bei Dienstleistungen aller Art und die hängen an den Lohnerhöhungen. Das könnte dazu führen, dass der Preisdruck doch langsamer nachlässt als zuletzt erhofft. Und ohnehin rechnen Ökonomen nicht wirklich mit einer echten scharfen Zinswende, sondern eher mit 2 bis 3 moderaten Zinssenkungen von jeweils 0,25 Prozentpunkten in diesem Jahr. Die Zeiten des billigen Geldes, wie wir sie bis 2022 gesehen haben, dürften eigentlich vorbei sein. Nicht nur für Sparer ein gutes Zeichen. Stephanie Barrett, vielen Dank. Der frühere US-Footballstar O.J. Simpson ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorben, teilte seine Familie mit.
Weltweites Aufsehen erregte Simpson, als er 1995 in einem Prozess um den gewaltsamen Tod seiner Ex-Frau und deren Begleiter freigesprochen wurde. Wegen eines bewaffneten Raubüberfalls in Las Vegas kam er 2008 in Haft. Zum Sport: Bei der Eishockey-WM der Frauen ist Deutschland im Viertelfinale ausgeschieden. Die DEB-Frauen unterlagen nach starker Leistung Tschechien knapp mit 0:1. Die deutschen Handballerinnen sind erfolgreich in die Olympia-Qualifikation gestartet. Zum Auftakt wurde Gegner Slowenien mit 31:25 besiegt. Beste Werferin im deutschen Team war Julia Meidhoff mit 9 Toren. Deutschland kämpft beim Viererturnier in Neu-Ulm um die erste Olympiateilnahme seit 16 Jahren. Nächster Gegner ist am Samstag Montenegro. Um eine junge Sportlerin geht es auch in dem neuen Kinofilm, den wir Ihnen gleich vorstellen. Eine sehr junge Sportlerin, gerade mal 11 Jahre, aber mit großer Leidenschaft Teil einer Fußballmannschaft. In dem Kinderfilm Sieger sein, der keineswegs nur für Kinder sehenswert ist, geht es aber nicht nur darum, sich auf dem Fußballplatz zu behaupten und an einer Grundschule in Berlin-Wedding. Für das Mädchen Mona geht es auch darum, in einem neuen Land und einem neuen Leben anzukommen und dabei keine Verliererin zu sein. Nadja Nasser hat sich den Film angesehen. Berlin-Wedding. Es ist der erste Schultag für die 11-jährige Mona, die aus Syrien fliehen musste. Ja, ich bin ein scheiß Flüchtling. Und jetzt? Ja, so sehen wir halt aus. Hässliche Hose, hässliche Schuhe und dann noch hässlicherer Pulli. Der Neuanfang in Deutschland, alles andere als leicht. Ein Lichtblick der Klassenlehrer. Woher kommt die denn? Also die heißt Mona und kommt aus Rojava. Ist in Syrien. Manuela Neuer oder was? Sag mal, was soll denn das? Boah, richtig gut, sag mal. Spielst du Fußball? Angelehnt an ihre eigene Geschichte zeigt Regisseurin Solin Yusuf die Probleme von Flüchtlingskindern. Yusuf kam in den 90er Jahren aus dem Irak in den Wedding. Der Fußball veränderte damals ihr Leben und ein besonders engagierter Lehrer. Er hat mein Talent entdeckt und gemerkt, dass das wohl die einfachste Möglichkeit ist, wirklich anerkannt zu werden unter den Kids und nicht mehr gemobbt zu werden, keine Außenseiterin zu sein. Das war wirklich sehr, sehr schwer anzukommen. Und diesem Thema wollte ich mich widmen, weil es tatsächlich auch was ist, was heute noch hochaktuell ist. Mona überzeugt mit ihrem Fußballtalent, will unbedingt dazugehören. Aber das Klima an der Schule ist rau. Dazu kommen das ständige Heimweh. Ich hasse es hier. Die Erinnerungen an unbeschwerte Zeiten mit ihren Freunden und an die Menschen, die sie zurücklassen musste. Müssen wir alle neue Freunde finden. Musst du mir versprechen, fängst du an wieder mit Fußball. Mach dich glücklich. Das kann ich irgendwie nicht aushalten. Also dieses sehr homogene Feindbild von geflüchteten Menschen oder MigrantInnen. Und jeder Mensch ist doch eigentlich eine Welt. Ich versuche eben, ihnen eine Stimme zu geben, Erzählung, eine Biografie. Der Film erzählt, ohne zu beschönigen, vom schwierigen Alltag in der Weddinger Schule. Immer wieder gibt es Konflikte. Bis sich die Mädchenmannschaft für ein wichtiges Turnier qualifiziert und alle der Ehrgeiz packt. Ihr seid Verlierer. Ja. Er soll uns sowas motivieren? Wer nämlich als Verlierer anfängt, der kann nur gewinnen. Guckt euch euren Gegner an. Die gewinnen schon ihr ganzes Leben. Aber nicht heute. Verstanden! Sieger sein ist ein berührender, mitreißender Familienfilm. Vielschichtig und mit Humor erzählt. Das war's im Heute-Journal. Gleich nach dem Wetter geht es, wie schon gesagt, bei Margret Illner weiter. Und Christopher Wehrmann meldet sich dann um 0.30 Uhr mit dem Heute-Journal-Update. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Haben wir jetzt eigentlich einen Hinweis? Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, die globale Erhitzung setzt sich auf sehr hohem Niveau weiter fort. Der März, es war der wärmste März und die letzten 10 Monate war jeder einzelne Monat
für sich gesehen ein Rekordmonat. Ja, und in Deutschland war der März der wärmste März seit Aufzeichnungsbeginn. Und das ist seit 1881. Auch derzeit und in den nächsten Tagen ist es sehr warm und es wird sommerlich. Und mit dieser Hochdruckbrücke heizt sich die Luft weiter auf. Und Sie sehen hier übrigens eine scharfe Wolkenkante. Nach Südosten hin gab es viel Sonnenschein. Im Nordwesten aber war es eher recht dicht bewölkt. In der Nacht gibt es im Norden weiterhin viele Wolken. An der Küste Richtung Schleswig-Holstein etwas Regen wird aber nicht viel sein. Ganz im Süden, da ist es aufgeklärt und hier und dort bildet sich vor allem in Gewässernähe dann Nebel. Und vor allem am Alpenrand wird es frostig kalt. Temperaturen hier bis minus 1 Grad, 13 Grad im Westen. Das ist die Temperaturspanne der Nacht. Ja, morgen dann im Süden viel Sonnenschein und nach Norden wieder dicht bewölkt. Und erneut in Schleswig-Holstein hier dichte Wolken mit etwas Regen. Der Wind weht aus südwestlichen Richtung recht kräftig. Und das Ganze bei Temperaturen von 23 Grad im Südwesten Deutschlands und 13 Grad in Schleswig-Holstein. Dazwischen aber häufig Werte um die 20-Grad-Marke. Ja, und sommerlich geht's weiter. Samstag bis 27, Sonntag ebenfalls. Und Montag herrscht heftiges Aprilwetter mit Schauern, Gewittern und Sturm. Einen schönen Abend.